So, vor 6 Wochen haben wir etwa 10 Mal meine käsweisse Beine. Wir haben geschwitzt wie Sau. Ich kurze Hose an. Nach 6 Wochen Ferien vorbei. Leider haben wir Regen, kalt. Die ersten Kunden haben schon wieder Griffheizung an. Und was ich merke, liebe Kollegen, es kommt so ein bisschen wie Herbststimmung auf. Ich höre immer mehr, ja, weißt, die Saison ist jetzt dann vorbei. Kameraden, ist Anfang August, geht los jetzt. Jetzt wird es wieder schön und wir fahren bis im Oktober TÜV. Also, wir haben einen Haufen zu erzählen. Wie ihr gesehen habt, live vom Lounge-In. Heute ist Freitagabend. Jeder erste Freitag-Lounge-In findet statt. Gestern geschifft, morgen geschifft, genau das Feist getroffen. Danke für die, die jetzt aufgehört haben, an dieser hohen Regen-App, die wir spielen. Also, wir haben viel zu erzählen, viel Zeit vergangen und wir wollen eure Stimmung mal wieder ein bisschen lupfen und die Saison ist noch lange noch nicht vorbei. Also, können wir mal mitschauen, was wir zu erzählen haben. So, das Erste, was mich wirklich gefreut hat, ist Kollege Heidegger AG in Triesen. BMW, grosser BMW und Alpina-Importeur, mit ihnen arbeiten wir eng zusammen. Und dann komme ich natürlich an die Newsletter rüber und ich habe eine super geile Kampagne bekommen. Kommst einen Selbstbrüner rüber, für sage und schreibe doch nur 83'000 Steine kostet so eine Tube Selbstbrüner und gratis dazu kommst ein BMW M40 Gabriel. Da habe ich auch eine geile Idee gefunden. Hat der Kollege Verkaufsleiter dort geschrieben. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass die Chefin selber, die Jasmin Colini Heidegger, die Idee hat. Also Jasmin, falls du das schaust, very good idea, muss ich mal abkupfern. Vielleicht siehst du das mal bei uns in meinem Newsletter. Also mal zum Thema Sommer und Selbstbräuner. Also einstreichen, gratis ein Gabriel dazu. Nächstes Thema Covid. Ich weiss, ich mag es eben so wenig hören wie ihr. Aber wir merken, seit die Impfung ist und die Zahlen unten sind und alles weiter aufgegangen ist, lässt all da ein bisschen schleifen. Und da, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Wir haben neue Varianten unterwegs. Jetzt kommen wir dann alle von der Ferien heim. Ich möchte es einfach noch mal deutsch und deutlich gesagt haben. In der Schweiz ist in der ganzen Schweiz BAG-Vorschrift, Detailhandel, Showroom ist Maskenpflicht. Und die gilt leider auch, wenn doppelt geimpft ist und wenn genesen und wenn test. Auch ich bin 2-mal geimpft. Aber wir spüren, es hat immer mehr Kunden, die ganz erstaunt sind, dass man da eine Maske anziehen muss. Das gilt in der ganzen Schweiz. Du darfst in keinen Laden ohne Maske. Das gilt leider auch hier. Wir haben hier im Showroom ebenfalls Masken an. Hinter dem Plexi nicht. Wenn ich sehe, dass einer nie kommt, ziehe ich sie an. Wenn ich vorher komme oder am TÜV bin, drin oder draußen, habe ich immer eine Maske. Ich weiss, es ist mühsam. Ich weiss, es schießt mich langsam an. Aber es ist leider Pflicht da rein, für geimpft oder nicht. In der Werkstatt hinten, dort bestimmt der Arbeitgeber, dort haben wir eine andere Regelung. Dort hinten dürfen sie ohne Maske arbeiten, wenn sie an ihrem Lift sind. Sobald 2 Mechen an einem dürfen, Motor reinlaufen, ein Rädchen montieren, sobald sie näher sind wie 1,5 Meter, ist dort Maskenpflicht. Also da ziehe ich jetzt dann die Schrauben wieder ein bisschen an, vielleicht auch in der Werkstatt, aber da nochmal, dass wir es deutlich gesagt haben, es gilt leider auch, Schmerika Lake sagt, VTR Motorrad, Maskenpflicht im Showroom. Tut mir leid, aber nur nochmal schnell als Reminder, also lasst uns verhindern, dass da nochmal eine Welle kommt und da wieder zu. So, Vespa, macht die Sonne. Unser Kameramann hat die Sonne mitgebracht. Also, wenn du mal die Decke auf den Grind hast, weil es da draußen schifft, andere anläuten, Skiwerfer, hast du gefühlt, verdammt, Costa Brava. Also, nur schnell Vespa. Da hat es sich ein bisschen entspannt. Also, ich habe jetzt gleich so GTS Primavera, ein bisschen mehr als noch vor etwa 6 bis 8 Wochen, da habe ich noch ein bisschen mehr Kopf gehabt. Es hat wieder zugenommen. Katastrophe ist Aprilia 125. Aprilia 125 habe ich bis jetzt genau einen bekommen. Der ist 3 Tage da gestanden und schon wieder weg. Und jetzt komme ich was über? Ja, etwa im November kommen dann die nächsten. Also Aprilia ist ein bisschen schwierig im Moment. 125 allgemein, das Motorradsegment für die Jungs, die einsteigen wollen. Aber da hat sich die Lage entspannt. Ist noch nicht auf normal, aber so zwischen nicht gut und okay, so dort. Dort drinnen bewegen wir uns mit Verfügbarkeit. Einfach kommen, fragen. Wir fragen schnell an, bis wann dass wir welche Farbe haben. Und dann können wir klipp und klare Antworten geben. Dann möchte ich euch wie immer wieder so ein bisschen dies und das aus dem Nähkästchen, wie ist die Saison verlaufen, was funktioniert, was läuft, was ist lieferbar, wo haben wir Schwierigkeiten. Als erstes mal muss ich mich bedanken bei allen, bei euch Kunden, bei unseren Mitarbeitern, die erst halbes Jahr ist gelaufen wie Sau. Wir haben jetzt Ende Juli
schon das Jahresziel, das wir haben für die ganze Saison drin. Auch die TÜV schon ausgeliefert und wir haben noch mehr in der Pipeline. Also ich glaube, noch selten so viele TÜV verkauft. Im ersten Halbjahr, wir hatten Monate, wo wir 45 Fahrzeuge pro Monat hast 20 Tage ausgeliefert haben, kannst du mal geteilt durch 4, also 10 TÜV jede Woche. Wir haben letztens ausgerechnet, im Schnitt rund etwa 27 TÜV pro Monat rausgehauen. Unglaubliche Zahlen, läuft wirklich sehr, sehr gut. Also wir sind sehr zufrieden mit der ersten Saison. Was wir jetzt merken, ich habe es in der Einleitung schnell gesagt, das ist typisch für unsere Branche. Wetter schlägt um, ein bisschen kühl, ein bisschen Regen, dann schlägt es da gerade unmittelbar in Traffic im Showroom hin, aber einfach auf Bekleidung. Zubehör, Motorräder manchmal ein bisschen weniger. Also da sind wir zufrieden und jetzt merkt man so ein bisschen eine Welle und eben so der Herbstgeruf kommt schon auf, ist im vollen August, gell? Draussen ist dann gleich wieder 28 Grad. Werkstatt ist voll auf 3 Wochen ausgebucht. Zwar habe ich ein bisschen weniger Frequenz, weil viele von euch auch in den Ferien sind, aber ich habe natürlich auch da hinten jetzt Ressourcen in den Ferien. Also einige Mächer sind jetzt in den Ferien und darum ist eigentlich Pipeline immer gleich gefüllt. Ein bisschen weniger Anfrage, mit gleichzeitig weniger Ressourcen gibt einfach leider immer noch die 3 Wochen Wartefrist. Also da sind wir ausgelastet und läuft ziemlich gut. Dann interessant, in dem Moment, jetzt, wo ich hier rede, stehen in Berlin Pendler still. Und das ist ein normaler Prozess, weil immer in den ersten 2 Augustwochen stellen wir umstellen die Fliessbänder auf Produktion Modelljahr 2022. Die auf unserer Homepage waren, haben schon mal die ersten News gesehen. Es gibt einen Haufen neue Farben, bei Haufen neue Modelle. R18 gibt es jetzt Varianten. Fast jedes Modell hat neue Farben. Findet ihr bei uns auf der Homepage und Facebook. Es gibt auch technische Upgrades oder neue Kombinationen. Von Sonderausstattungen. Zum Beispiel kannst du jetzt auch ein M-Sport RR, S1000 RR mit M-Sport-Paket ohne Carbonrad haben oder kannst du auf einer schwarzen S1000 RR doch ein Carbonrad. Also, da ist viel passiert und das findet ihr bei uns. Dann gibt es aber, ich habe euch langsam, sonst hätten wir nicht so ein gutes Jahr gehabt. Wir haben extrem Glück gehabt mit Lieferbarkeit, Verfügbarkeit, Zulieferer von unserer Industrie. Im Vergleich zu Wettbewerbskollegen, die ich kenne, die sagen, wir schon seit Monaten ausverkauft, kommen nichts mehr über. Also ich habe GS, alles, was ich brauche, habe ich einigermaßen gut bekommen. 1-2 Modelle nicht so. Und habe gesagt, wir haben hohe Glück gehabt. Und jetzt schlägt es langsam aber ein bisschen rein. Jetzt wird es langsam ein bisschen mühsamer. Ist noch nicht Katastrophe, aber jetzt tut es da langsam ein bisschen mehr weh. Zum Beispiel, da wo ich jetzt gerade drauf sitze, RT1250, übrigens erstmal live im Showroom in der Sportvariante mit dem Blau. Da haben wir zum Beispiel das Problem mit dem Mikrochip, wie die ganze Fahrzeugindustrie. Die Autoindustrie leidet schon sehr lange darunter. Mikrochip für den Abstandstempomat. Kommen wir nicht mehr über. Das heisst, wir können im Moment keine RT und auch die neue R18, die wir nachher gerade sehen, mit dem Abstandstempomat, können wir im Moment den Abstandstempomat nicht verbauen, weil wir den Mikrochip nicht mehr bekommen. Das ist relativ mühsam. TÜV kann ich bestellen, ohne das ACC. BMW ist jetzt dran an einer Nachrüstvariante, wo du den kannst bestellen, kaufen, fahren und sobald die Chip wieder verfügbar sind, tun wir das nachrüsten. Aber dort ist jetzt schon mal ein bisschen Einschränkungen. Dann langt offenbar Corona, Mikrochip allein langt nicht. Nein, jetzt haben wir auch noch das Thema Überschwemmungen. Und das tut jetzt schon ein bisschen weh, weil es nämlich auch unsere Cash Cow betrifft. Der Hersteller vom ESA-Fahrwerk, vom elektronischen, an der GS, GS Adventure, R und RS, ist ZF. Und die Firma ZF ist leider schwer getroffen worden von den Überschwemmungen in Deutschland. Das heisst, es gibt im Moment, können die kein Fahrwerk mehr bauen. Und natürlich haben wir noch ein bisschen Lager, also wir haben natürlich Vorlauf. Das, was man jetzt noch ESA Fahrwerk hat, das lange bis Ende August Produktion. Und nachher wissen wir nicht genau, wie lange ist der Produktionsunterbruch. Wo haben wir andere Werke von ZF, die das wieder aufholen können. Also das ist wirklich ein bisschen mühsam. Es lange jetzt nicht Corona, Mikrochip. Jetzt haben wir auch noch Überschwemmungen, die auch noch in unsere Industrie hineinschlägt. Also dort hakt es ein bisschen und das tut uns im Moment ein bisschen weh. Dann hat die Medienwelt hat man noch ein bisschen Arbeit gegeben. Ich möge euch erinnern, von gefühlten 100 Videos, möge euch erinnern, war einmal das Thema Lärm im Tirol gewesen. Dann haben wir ja ein lustiges Video gemacht, wo der Trump und alle Regierungen ein bisschen dran gekommen sind.
Etwas Gleiches ist abgegangen, wo in der Presse GS1300 Bilder auftaucht sind, Erlkönig. So kannst du dir mal vorstellen. Oh, weißt du, wie viele GS-Fahrer das wir haben? Weißt du, wie viele GS-Freaks? Weißt du, wie viele GS-Kunden sie haben? Genau, dann ist E-Mail, Telefon. Kann ich schon bestellen? Kann ich morgen? Kannst du konfigurieren? Was kostet die? Wann kommt die? Weil die Presse hat geschrieben 2022. Also, ich muss noch mal schnell ein bisschen Gas rausnehmen. Eine GS hat bei uns einen Lebenszyklus von 5 Jahren. 13 sind wir mit der GS1200 Wasserkühlung. 5 Jahre, 2018 ist was gekommen, GS1250, neue Variante. Nochmal 3 Jahre gibt was, 2023. Also stellen wir die im 2022 vor, meistens im November in der Eigma. Also du kannst noch keine bestellen und ich habe nicht im März schon GS1300 da zum zeigen. Also man ist schon wieder ein bisschen runterfahren. Und ich melde mich dann genug früh, könnte man glauben, via Videokanal, wenn das kommt und wie das aussieht, wenn ihr wissen, haben wir gute Connections direkt auf München in Produktentwicklungsabteilung. Aber GS1300 kannst du noch nicht anschauen und auch noch nicht bestellen. Schon, aber ich glaube, sie kostet 50, wenn es mir recht ist. Also das ist gegangen am Thema, wo harzt es ein bisschen und GS1300-Story, was dann am Schluss eigentlich noch witzig war. Aber konkret neu, das habt ihr gesehen in allen Kanälen, R18 habe ich euch schon lange angekündigt, da kommen noch mehr Varianten und die haben wir jetzt vorgestellt auf allen Kanälen, also Instagram, Facebook ist voll, R18 Bagger kommt und R18 Transcontinental und die möchte ich euch mal im Detail vorstellen. So, Kenner kennen den Schlüssel, R18, lasst uns mal schnell schauen, was da Neues auf den Markt kommt. Als erstes R18 Bagger. Der Name kommt übrigens von Hardbagger, heisst der Stil. Wie wir es auch vom K1600 schon gewöhnt sind, der hat Hartschalenkoffer mit integrierten Rücklichtern, den nimmst du also nicht mehr weg. Hat hier eine einteilige Sitzbank, hat vorne eine Cockpit-Verschalung. Also das ist ein ganz anderer Stil dann vom Motorrad. Und es gibt dann in ganz coolen Farben mit diesen Gussrad. Hier sehen wir die Variante Limited Edition, wie wir es von der vorigen schon kennen, schwarz mit weißen Linierungen. Dann gibt es auch noch cool, werde ich glaube auch viel brauchen. Komplett, der schwarze. Und muss mal schauen, der hat neu jetzt auch schwarzen Motor, schwarze Getriebe. Das gefällt natürlich uns als Customizer. Dann gibt es auch in einer sehr coolen Farbe. Manhattan Matt, auch alles schwarz. Da habe ich auch schon ein paar Harleys gesehen, so finde ich extrem stylisch. Und dann geht es noch very bling bling. Das ist ganz ein geiler Fireflake Flip-Flop-Block. Das heisst, der wechselt die Farbe mit der Sonneneinstrahlung von Blau bis auf Violett. Sehr eine mutige Farbe, an der TÜV passt es. Und so viel mal zu den Details. Zwei, drei Sachen möchte ich euch noch zeigen. Da vor im Cockpit haben wir klassische Armaturen und da unten das gleiche riesengroße Display wie ein RT, 10,5 Zoll. Und da zeigt man auch wieder Navi an, Radiosteuerung drin, dein Fahrzeug, Playlist steuern und so weiter. Und was ich natürlich sehr cool finde, Kooperation mit Marshall. Den meisten von euch muss ich nicht sagen, weltbekannter Verstärker, Gitarrenverstärker, Radiohersteller, Kopfhörerhersteller. Die machen das Soundsystem für den TÜV. Standardmäßig schon Audiosystem drin, da kannst du Stage 1 aufrüsten, Marshall, mit anderen besseren Lautsprecher vorne. Und dann kommst du hinten in diesen Koffer rein, Deckel rein, kommst du zwei mega coole Basslautsprecher rüber. Und wenn du den grossen Transcontinental mit dem Topcase nimmst, hast du hier auf der Seite nochmal zwei Bass, 280 Watt Marshall Power. Dann kannst Lima geben, und können alle einpacken mit dem Autostereo. Wirklich sehr, sehr cool. Da kurze Animation, wie das Fahrzeug aussieht mit dem Display. Schauen wir uns noch schnell den Einstieg an. Wunderschöne Linie. Die Hartschalenkoffer. Da integriert dann das Handy da rein, das riesige Display. Zweites Modell aus dieser Linie heraus, Transcontinental. Das ist stilrichtig, der sagt man Fulldresser, also eigentlich alles dran, Topcase, Seite, Koffer, hohe Scheibe, Cockpit-Verschalung. Das sieht in unserer Sprache da so aus. Wunderschön geformt auch. Gibt es wie
vorher schon gesehen, wieder in diesen Farbkombinationen. Da machen sie ein andere Kombis machen mit Rädchen und Motoren. Es gibt auch wieder ganz schwarz. Da bleibt dann aber zum Beispiel ein Motor, Anthrazit und Tastachrom. Und da gibt es auch das Manhattan wieder, Mattlackierung und wieder der Flip-Flop-Lack. Und da wird dann der Motor ganz schwarz. So sieht das aus. Geht, wenn du genau dann bei den Videos nachher her schaust, da unten siehst du es ein bisschen. Das meist gehörte Kriterium, ich kann die Beine nicht strecken, sagen meine Harley-Kunden oder Interessenten. Da gibt es neu so eine Fussablage, wo du die Beine kannst gerade für strecken kannst. Und da sehen wir dann wieder in Fahrt. Schauen wir uns mal schnell den 1,5-minütigen Emo-Trailer an, den wir jetzt gerade einblenden. Das wird richtig, richtig cool. Lancierung Anfang September. Da bei uns zu sehen. Wahrscheinlich etwa 2-3 Wochen werde ich die zwei Modelle da haben. Ich werde sie nicht als Demo einlösen, aber man könnte sie hier im Showroom anschauen, Display etc. Wer Preise interessiert, sehr schnell der Bagger. Bagger, Basispreis 28,5. Wenn die schweiztypische Vollausstattung ohne Schnickschnack, reden wir etwa von 33. Wenn Flip-Flop-Lack, Chromteile, schlag mich tot, alle Kreuzchen durchlinieren. Option 719 reden wir hier etwa von 37,5. Der Continental liegt höher angesiedelt, hat ja auch das Monster-Uhren-Top-Case hinten dran. 29,5 Basis, Schweizer typisch Vollausstattung 34. Bling-Bling 719, alle Kreuzchen reden wir hier etwa von 38. Also, schaut euch schnell den Trailer an, viel Spass gleich hier im Laden. Also R18 haben wir ja verkauft, Miss Fischer, auf Genf runter. Das ist unser Vorführtöff hier. Den haben wir, wie ich es letztes Mal erklärt habe, aus einem Classic gebaut. Heisst dann Bobber. Ist noch schwarz-weiss. Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr aufgerüstet. Den habe ich jetzt komplett umlackiert in einer unserer Lieblingsfarben. Der ist Nardo Grau, komplett lackiert worden. Und dann haben wir hier, weil es irgendwann dann um Preise geht, ich will nicht, dass der wieder astronomische Preise hat, haben wir hier dann einfach kleben. Bordeaux-rote Folie mit matt bürstet Alufolie drauf. Ich finde es sehr gelungen. Noch ein bisschen Startnummern drauf, da kennt ihr uns ja. Braunen Sattel, dann sind jetzt endlich die Hattech-Auspüffe gekommen, strassenlegal an dem TÜV. Und was wir auch hergebaut haben, sind die Kineo-Rädchen, die ich euch jetzt schon etwa seit 4 Videos erzähle. Die sind jetzt tatsächlich gekommen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt schrauben wir die unseren Demo-TÜV, dass wir die zeigen können. Die kann man in verschiedensten Dimensionen und Farben haben. Und der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Ein paar Sachen schwarz gemacht. Lenkerrennspiegel, ein bisschen Frästeile dran. Und neu der Cello. Cello Spezial-Tafel, das heisst R18 Motoren. Täfel können wir jetzt auf Wunsch anfertigen. Du kannst Vreneli immer schwanger, heiere Bünzli oder alle sind Dublen oder Corona 18, keine Ahnung was. Aber wir können dir jetzt maßgeschneiderte Deckel machen. Du kannst draufschreiben, was du willst. Also, das ein schlankerer Umbau, ein bisschen mehr als der Bobber, den wir das letzte Mal gesehen haben, der Schwarz und natürlich deutlich unter dem Preis von einer Miss Fischer oder so. Das ist unser ganz normales Vorführfahrzeug. Also, der kann jeder fahren, kann Ersatzfahrzeug wünschen und so weiter. Das R18 Medium Size. Und wie ich gesagt habe, nächstes Jahr sehen wir Flat Rate Customizing auf der R18. Da sehen wir dann wieder alle Stufen. Das mal Custom Bike Nummer 1, das ist immer das, was euch auch noch häufig interessiert. Dann haben wir noch mal eins im Keller unten und das möchte ich euch schnell zeigen. So, dann haben wir noch mal ein Custom Bike für einen Kunden bauen. Nennt sich Lamborghini, weil
stammt von dem Lamborghini ab. Gibt übrigens sogar eine Ducati Diavel-Version von dem. Eine super coole Farbkombi finde ich. Original Lamborghini grün matt. Und dann haben wir Frästeile dran. Und was wir an dem speziell gemacht haben, den Rahmen haben wir ebenfalls in dem Goldbronze lackiert. Das heisst dann halt wirklich komplett am Ende den ganzen Hobel zerlecken, bis auf die letzte Schraube. Also da ist eigentlich nur noch der Motorblock und sonst ist nichts mehr dran gewesen. Der jetzt extra mit geschmiedeten Rädchen. Wir haben es aber wieder blank gefräset. Wir haben für den Kunden die Startnummer 63, wie ich gesehen habe. Da haben wir ganz schlicht Alcantara gelocht, nur eine Art und da hinten haben wir das 63 reinstecken lassen. Alles schwarz, Carbon dran hergemacht, Carbon-Schutzblech. Das mal so eine aggressivere, sportlichere Variante von einer 90, wie gesagt, im Kundenauftrag. Für einen lieben Kunden aus Graubünden, der hat sie noch nicht gesehen. Ich hoffe, der schaut das Video nicht. Der ist in den Ferien, Roger, also nicht schauen, wenn du jetzt sofort abschalten. Ich habe ihm gesagt, ich zeige ihm, der darf nicht, der wird enthüllt, weil ich seine Augen sehe. Also das ist ein neuer 90 Custom, den wir für einen Kunden gebaut haben. Lambo 63. Used Bike of the Week, das nächste Thema. Ich sehe, wir haben immer noch zu wenig Occasion. Aber da, wo ich jetzt stehe, habe ich das letzte Mal euch den Used Bike of the Week vorgestellt. Den Urban GS, genannt Porn, habe ich gesagt, im Auftrag für einen Kunden. Und offenbar nützt es etwas, weil der TÜV ist weg. Ist ja verkauft. Und dann gehen wir über zum nächsten diesjährigen oder diesmonatlichen Used Bike of the Week, Ducati Diavel. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch von BMW coole TÜV bauen können. Ich finde Yamaha V-Max super cooles Stück Zeitgeschichte. Und da hat Ducati auch wieder mal etwas geleistet. Mal ein Dragster wie ein V-Max. Ducati Diavel 1260 finde ich einen super coolen, brutalen TÜV. Und darum haben wir den auch eingetauscht. Das ist ein 2019er, 5700 km. Kostet 18,8 mit Öl ins Fahrwerk, schlag mich tot. Also Diavel, ein brutales Töffli mit super coolem Monster-Design, gefällt mir sehr. Darum eingetauscht, Used Bike of the Week, Ducati Diavel 1260, kann man kaufen. Nach Used Bike of the Month kommt was, André? Nein, nicht Zusammenfassung. Dann kommt Product of the Month, Bekleidungsneuheit oder spezielle Angebote. Und entsprechend der Temperatur draußen haben wir neu im Angebot Heizhandschuhe und Skijacken. Nein, natürlich nicht. Aber wirklich passend dazu, Rain Gear. Das hier, eine Jacke, die ich auch noch nicht so lange gesehen habe. Super stylische Regenjacke, die ich auch freizeitmässig anziehen würde. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist meistens ein Zeichen, dass es dann bei mir fertig ist. Sieht gut aus, Punkt. Und dann kommen die Spezialistinnen, heute wieder Bärbel, die uns ein paar Sachen erzählt. Was haben wir denn Bekleidungsneuheiten, Bärbel? Was kannst du uns erzählen? Ja, ich tue euch sehr gerne den Regenanzug vorstellen. Das ist das Jahr wirklich ein Have to Must bei unserem schönen Wetter, das wir dieses Jahr haben. Wir haben den neuen Regenanzug, wir haben die Jacken in Silbrig und wir haben sie auch für die, die gerne auffallen wollen, im Regen in Gel. Ist natürlich in Silbrig ist sie sehr dezent, dass man, wie Dani vorher schon gesagt hat, sie super kann anlegen kann. Auch privat, am Abend, wenn ihr im Hotel sind, zum Restaurant laufen, wenn es dann immer noch regnet. Sehr viel zu sagen gibt es nicht. Es ist wirklich eine Regenjacke, schön mit abtapeten Nähten, dass sie wasserdicht ist. Kapuze könnt ihr wegnehmen. Ihr bringt sie aber auch unter den Helm, dass sie da hinten im Nacken schön trocken sind, dass es da nicht irgendwann anfängt runterzutropfen. Das ist so sehr herrlich. Dann haben wir natürlich passend dazu auch die Hosen. Und die finde ich wirklich auch super, sie hat da auf der Seite sehr einen sehr langen Reissverschluss, dass ihr gut einsteigen könnt. Und mit dieser Regenhose, wenn ihr das Regengewändchen im Gepäck habt, sind ihr immer parat, egal was das Wetter macht. Wir müssen nicht am Morgen studieren, was soll ich es ins Hirn rein tun, soll ich es nicht rein tun. Nehmt die Regenhose mit, wenn es anfängt zu regnen, drüber anlegen, dann bleibt auch eure Hose schön trocken. Wir haben hier unten noch
Abschlüsse, die nicht ganz so schnell schmelzen, wenn sie gleich einmal am Auspuff ankommen, dass sie nicht sofort ein Loch drin haben. Und dann hat die Hose auch noch rutschfestes Material am Gesäß, dass er auf dem nassen Sattel gut hebend. Das ist einmal so der Regenanzug. Leider, das ist ja wirklich ein Mast. Dann haben wir schon langsam gehen wir Richtung Herbst. Es kommen ein bisschen die Angebote, super Angebote, die wir haben. Wir haben hier schon den ersten Ständer zusammengestellt für euch mit Rockerhosen für 50%. Wirklich cooles Angebot für die, die noch gerne Rockerhosen möchten. Und dann haben wir noch perfekt für euch zusammengestellt ganz viel Ausverkaufstische. Und da haben wir ein Angebot gemacht für euch, dass ihr, wenn ihr 3 Tische kauft, nur 2 müssen zahlen. Wir haben wirklich noch recht viele verschiedene. Wir haben auch wirklich ganz lässige T-Shirts, die der Dani in seinen Videos auch schon gezeigt hat, wo schon wieder im Ausverkauf sind. Wo wir auch wirklich noch ein paar Grössen da haben. Kommt gerne vorbei, kommt schauen. Wir zeigen es euch gerne. Alle hier in diesem Turm, wir haben auch ein paar für Frauen. Und das dürfen wir logischerweise mixen. Einfach 3 für 2. Und falls einer jetzt wirklich nur 1 findet, dann kriegt er 20% auf das. Und nach all diesen Good News, die wir jetzt hier hatten, haben leider auch wir aus der Bekleidung eine kleine Bad News. Für all die, die auf den Grand Racer-Helm warten, so wie es aussieht, kommt der das Jahr nicht mehr. Im Moment heisst es November, aber eben, das würde ich sagen, ist nicht mehr für diese Saison. Das wäre es von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Bärbel. Kameramann, du mal schnell auf dein Tisch. Du mal schnell jetzt auf dein Tisch. Ja, da. Weißt du, jammern nicht, wenn ich so teuer bei euch Video mache, jetzt hätten wir ein Aktionstisch kaufen. Aber wegen der Grösse kommst du nur 15% über. Also, das ist die Aktion, es kommt noch viel, viel mehr, was uns dann gerade zum nächsten Thema bringt, Events. 3 für 2, warte, das ist jetzt 20%. Also gut. Saisonfinale ist dann im September, dort gibt es dann die ganz grosse Aktion auf BMW-Bekleidung, mehr dazu dann später. Bringt uns zum Thema Events. Ja, das ist die Position, die ich über Events habe. Ja, die Schlaumeier hat jetzt gesagt, Miss Fischer hat verkauft, natürlich ist sie verkauft, nur müssen wir noch MFK machen, alles eintragen, brauchen Papier aus Deutschland für Lenker, schlag mich tot. Das nächste Mal wird ja aber nicht mehr da sein. Events, jetzt musst du die ganz grosse Agenda, du hast noch Pause drücken, da unten. Da unten an deinem Gerät, du hast jetzt schnell Pause, holst die grosse Agenda und ein Bier und sagst der Frau, hebst du noch eine Stunde, bis du wieder kommst. Also, ich habe viel zu erzählen. Wichtig ist mir, Samstag, 28. August, das ist in ein paar Wochen, am Samstag, 28. haben wir aus betrieblichen Gründen die Firma zu, ist also Samstag geschlossen. Es ist ganz einfach, wir haben Haufen Events, Ferienabwesenheiten, dann ist noch dazu gekommen, ja, ich habe aber noch Hochzeit dann und die sagt noch müssen zu der Schwiegermutter und ich habe davor im Verkauf noch 2 Mannsgöckli und mit dem kann ich keinen Betrieb aufrechterhalten. Also ausnahmsweise an einem Samstag, 28. geschlossen da, wir dünn's dann nochmal überall posten, wir dünn's da innen aufhängen, nicht, dass er da vergeben zu uns herfahren. Samstag, 28. August, VTR, ausnahmsweise, betriebliche Gründe, geschlossen. Dann, jetzt gerade Launching, live da aussen, sie sind am Bröteln und am Bier trinken, ich habe noch nichts gehabt, kommt mir in den Sinn, du auch nicht, André. Das holen wir noch an, grosses Bier haben wir uns heute verdient. Dann, Women's Rideout, der wäre morgen gewesen, Anmeldungen, Sippo, das reut mich ein bisschen. Gehst du nicht den Macken diese Sacken? Schaut ein bisschen schauen und geht fahren zusammen. Ich kann fahren und jetzt ist dann gleich wieder schön. Also, Women's Rideout habe ich einfach zu wenig Anmeldungen gehabt, haben wir gestrichen. Dann gehe ich nächste Woche einen Tag auf Hechlingen mit Kunden, einen Eintäger, der ist ausgebucht. Dann habe ich euch das letzte Mal erzählt, dass ich mit ein paar Kunden ein Event mal getestet habe in einer Kiesgrube in Regensdorf.
Offroad-Training, auch für grosse Enduros. Das wollte ich mal testen, wie das tut, weil ich glaube, es gibt einen Bedarf, eben, dass man nicht immer Hechlinge mit Übernachten eineinhalb Tage weg weit fahren, sondern ich möchte auch noch zusätzlich zu dem natürlich hier in der Schweiz können, regional kürzere Geschichten, kleinere Einheiten auf einmal ungewohntem Gelände. Das haben wir getestet, das ist noch richtig gut und anspruchsvoll gewesen. Wir sind über Baumstämme reingefahren, drei Stück aufeinander abbiegen. Was noch anstrengend und schwierig ist, ist im tiefen Kies. Da sind wir dann Kieshäufen darauf und darauf abgefahren mit unseren GS, wird dann ziemlich schwierig. Aber es war interessant, das Zielpublikum müsste ich etwas anders definieren. Ich bin noch andere Lösungen am Suchen, auch für so Eintages-Event hier in der Nähe, nicht weit fahren mit der GS. Also da könnt ihr gespannt sein auf nächstes Jahr, aber der Test hat schon mal gut ausgesehen. Dann bin ich gerade kurz vor der Ferien in Basel gewesen, an der Bikers Days. Da habe ich genug Werbung gemacht, glaube ich. Eigentlich ein Harley-Event gewesen. Und dort haben wir mit dem TÜV Center Basel zusammen einen Stand gehabt, haben unter anderem auch unsere Bobber dort gezeigt, Spitfire, Bilder aufgehängt und so. Ganz ein cooler und kleiner Event gewesen. Das hat mir richtig Spass gemacht. Dort werden wir wahrscheinlich wieder gehen und logischerweise haben wir zwei Händler dort alles, was an R8 rum ist, hergestellt. Und eigentlich haben wir eingestellt gehabt, dass so das übliche Gezanke und Genecke ist, eine Gummikuh und so von der Harley-Form. Bin extrem erstaunt gewesen, durchaus immer positiv gesagt, ja, der sieht fein aus, muss ich mal fahren. Hat mich wirklich noch erstaunt, wirklich Spass gehabt dort. Das ist ein sehr gutes Event gewesen. Dann jetzt aufschreiben bitte, nicht, dass ich wieder muss canceln. 14. August, Kameraden, ist der nächste Samstag, haben wir VT Rideout in der Region Graubünden. Dort fahren wir Albula, Sprügenpass, so. 300 Kilometer, Treffpunkt Samstag am Morgen da, Retour wieder um die 5 Uhr rum mit unserem Tourguide Alex. Also Samstag, 14. VT Rideout Graubünden. Müsst ihr euch bitte schnell anmelden, gibt es nur 8 Plätze für den. Und dann geht es weiter. Ich sehe, Events geht es ab wie ein Zäpfchen. 14. 15. August haben wir unseren ersten Roadtest dieses Jahr. 14. 15. August sind wir in Lindtal oben. Und zwar jetzt nicht Urner Boden, wie wir bis jetzt waren, sondern jetzt sind wir mal in Lindtal unten beim Freulers Race Café. Freuler, unser Hauslackierer, der Seniorchef, hat dort ein wunderschönes Kaffee direkt am Strassenrand. Und der Clou ist, hinten rein hat er ein wunderschönes Museum. Ich sage dir, der sammelt Fahrzeuge und dürfte, gehen die Schuhbändel auf. Also kannst du kombinieren, Probe fahren, einen Kaffee nehmen, Museum anschauen. 14. 15. August sind wir dort oben. Wenn es schifft, aufpassen jetzt mit eurer App rumspielen, es schiffen nicht. Wir sind am 14., 15. dort. Wenn es hagelt, und nur dann, wenn es hagelt, sind wir dann am 20., 21. dort oben. Dann geht es schon in September hier, dann schon wieder Launching, also heute in der Woche, 3. September, ist da draußen Launching am Abend. Und dann geht dann schon Saisonfinale los mit Aktionen etc. Dort bin ich noch nicht ganz sicher, wie viel Kilby das ich mache, ob man da draußen gross wieder mit 200 Leuten oder einfach über eine Woche oder zwei reingezogen verschiedene Aktionen machen. Das lesen ihr noch bei uns auf der Homepage und werde dann im nächsten Video, wo wir auch wieder dann Anfang September aufnehmen, zur Genüge erzählen. Und dann auch September, habe ich auch schon mal erwähnt, der ist jetzt aber fix und wir sind dort. 11. 12. September, St. Moritz, Kilometer Lancé heisst das, geworfener Kilometer. Achtelmeilenrennen, so am Abend auf dem Flugplatz. Und die Bewilligungen sind alle da, wir haben einen Stand oben in der Ausstellerzone. Die ist in St. Moritz Bad unten, in der Reithalle. Und das Rennen findet aber auf dem Flugplatz am Ader statt, am Samstag. Und dann ist natürlich bei uns Altens auf Sprint, Europameisterschaft, Kollegen, das grosse Mailing und Facebook hin und her. Dort kommen etwa 16 Saltens auf Sprint-Kollegen. Also zwei Drittel von meinen Europameisterschaftsgegner. Eigentlich sind es mehr Freunde, wir freuen uns wirklich, wir müssen Bier können zusammen zu. Dort oben sind wir mit den ganz Bösen. Lachgas, Kompressor, Polizeianfahrt logischerweise auch. Also wenn du in der Nähe mal Glemseck in einer unglaublichen Kulisse willst sehen, 11. 12. September, musst du unbedingt auf Samaden kommen. So, du kannst wieder fast vorwärts, sagst der Frau, kommst jetzt gerade. Das ist es gewesen. Also ich sehe es, Events geht jetzt zu. August wird ziemlich eng personell, dass wir alles managen können. Müssen wir uns jetzt erst wieder einschiessen, nach eineinhalb Jahren fast keine Events mehr machen. Aber wir haben einen Haufen im Sinn. Du hast deine Notizen gemacht und kommst überall vorbei. Ich kontrolliere es. Bringt uns Soulfuel. Nächste Zusammenfassung. Ja, wir haben es geschafft, Kameraden. Soulfuel.
Soulfuel, eines der Kapitel, wo ich einen Haufen Rückmeldungen bekomme. Und übrigens auch immer wieder nette Geschenke. Ich habe jetzt gerade von einem lieben Kunden einen Stick bekommen mit allen Miss Fischer-Folgen drauf, dass ich die auch unterwegs schauen kann. Also Gerd, danke vielmals nochmal für all die Folgen. Anfangen tut Soulfuel immer mit einem Tipp. Und dann habe ich euch einen kleinen YouTube- oder D-Max-Doc-Tipp. Ich habe nämlich gerade letztens geschaut, einen Bericht über amerikanische Drag Race Meisterschaft. Ich habe ja gerade von Achtelmeilen geredet und dachte, wir sind ziemlich professionell. Wir sind Kegelschüler, liebe Kameraden, was wir da machen mit der Polizei auf Führer fahren. Weltmeisterschaft Topfueler, das sind die ganz langen Zigarren mit den grossen Flügelbremsfallschirmen. Das Motorli hat wie viel? 8000 PS. Da muss ich mal einen bestellen. Dann habe ich gesehen, wie es die Motoren baut. Da ist nicht mehr Standard, werden Motorenblöcke gefräst. Und dann, das Witzigste war, zwischen jedem Lauf wird der ganz verdammte Motor zerlegt. Der kommt rein, Retour vom Rennlauf, der macht flup, 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 sind Köpfzylinder, alles drinnen. Dann wird ein neuer Motor aufgebaut, neue Köpfe drauf, neue Ansaug, neue Kompressor wieder zusammengeschraubt. Und das geht wie ein bisschen Wetter. Cello, musst du einen mal die Finger ein bisschen rausnehmen, wenn die Polizei nicht laufen. Also, zieh das mal hier, musst du mal schauen, Top Fuel Championship, Doku, die ist auf D-Max gekommen, ich bin ziemlich sicher, die findest du auch auf YouTube, extrem spannend und extrem professionell und extrem teuer. Darum weiss ich, wieso wir das nicht machen. Hat mich fasziniert, brutal, was die dort machen. Das ist mein Tipp, Top Fuel Championship. Kommen wir zu Amy Camp. Amy hat nämlich doch ab und zu, Ferien hat sie noch nicht gehabt. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, sie kommt meistens uns besuchen. Es ist so gefühlt Cousine, Schwester, meine Kinder nennen sie Töfgotti. An Montiglersee hat es nicht gelangt. Dafür ist sie am 1. August gekommen. Wir haben ja immer bei ihrer Flagge, haben wir immer halb Schweiz, halb Deutschland. Natürlich muss sie im Nationalviertel in die Schweiz kommen. Ist sie bei uns daheim gewesen. Ist mit dem Velo unterwegs und hat noch ein paar News zum Thema Events etc. Also schauen wir mal schnell, was die Amelie zu erzählen hat. Die ist nämlich wieder nüchtern nach unserem 1. August-Fest. Rückt sie in die Schweiz. Ja, ich bin hier auf der Donau unterwegs heute, ausnahmsweise mal mit dem Radl, und mache hier gerade eine wunderschöne Schifffahrt im Donaubruch. Das ist ja weltweit bekannt. Da hinten ist das Kloster Weltenburg, also eine sehr schöne Sehenswürdigkeit. Am Sonntag war ich bei Dani in der Schweiz, habe natürlich standesgemäß den 1. August gefeiert. Und ich möchte euch jetzt was ans Herz legen. Es geht wieder los mit den Events, endlich. Wir können uns wieder sehen. Am 17. und 18. September findet das Pure & Crafted Festival in Berlin statt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Kauft Tickets und kauft sie schnell, weil dieses Wochenende sind sie noch günstig. Ab Montag kosten sie dann ein bisschen mehr, aber sind, glaube ich, mit 55 Euro wirklich erschwinglich. Und es kommen super coole Bands. Wir haben The Hives, wir haben Motorräder, Heritage, Lifestyle. Es wird einfach cool. Kommt vorbei, ich freue mich auf euch. Wieder mal jemand, das ist unglaublich karikaturisiert. Und da zeige ich euch jetzt gleich noch mal ein schönes Video. Film ab und damit zurück in die Schweiz. Amelie, du glaubst schon seit 100 Videos, bist du immer live dabei. Danke vielmals für deinen Einsatz. Geniess auch mal das bisschen Freizeit, die du hast. Ich hoffe, wir haben dann gleich auch mal Ferien. Und ja, wie sie gesagt hat im Video, wir haben Spitfire abgeliefert.
Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Die ist wirklich an den richtigen Ort gekommen. Ich erzähle euch schnell die Geschichte dazu. Das können wir jetzt als Räubergeschichte eigentlich gelten lassen, das ist aber tatsächlich wahr. Der Spitfire abgeliefert. Der Käufer aus Deutschland hat mir einen Weg beschrieben gegeben, logischerweise Adresse für Navi, und dann hat er gesagt, in dem Dorf, das ist wirklich nördlich von Dortmund, in der Pampas raus, fahrst dann dort links weg und dann geht es noch ein paar hundert Meter und dann kommt so ein Bachsteinhäuschen und ein Eisentor so vorne dran und dort sind wir dann, dort kommst du rufen. So. Sind wir dort hochgefahren, fahren nach der Abzweigung links und dann kommen so kleine Reihenhäuschen, so viereckige. Und dann sagt Amri, du, schau das, 17, 17, 15, ich glaube, da ist es. Und ich gesagt, Amri, ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, das sind andere Budgetklassen. Ich gesagt, komm, wir fahren mal vorbei, da muss noch etwas mehr kommen. Ja, ist mehr gekommen. Fahren wir in einem Waldstück an ein Eisentor. Teles, kennst du noch? Die Serie. Ja. Etwa so ein Eisentor. Dann hat es eine Brücke gehabt, über einen Wassergraben und hinten nochmal Eisentor. Dann haben wir gedacht, ich glaube, das ist es. Leute schauen, logischerweise nicht angestanden, dann haben wir einfach mal gelüttet. Ja, das war es. Tor aufgegangen. Zuerst haben wir fast das Tor demoliert, weil ich bin mit dem Bus halt ein bisschen näher ans Tor hergefahren. Ich habe Dongen, Dongen, Dongen gesagt, super, super. Der teuerste Tor, den wir je abgeliefert haben, und schliessen dann noch so ein Riesentor. Ich habe dann den Bus panikmässig zurück, ist nichts passiert. Fahren über die Brücke, der hat einen Wassergraben um das ganze Landsgut, stammt aus dem 14. Jahrhundert, alte Stallungen dort drauf, uralte Häuser, top gepflegt, stellst dir so englische Film vor. Und dann hat er dort stilgerecht, aber ein modernes, also ein Kippeldach, Bachsteinhaus, das war dann sein Wohnhaus gewesen. Nebendran Garagenzielten. Und dann hat er das alte, ursprüngliche Haus, dort drin haben wir dann das Dach gegessen. Die ganze Familie ist gekommen, wirklich ganz sympathische, nette Leute, bescheiden. Und dann haben wir dort zu Nacht gegessen und dann sind wir in das Haus hinein, wo so quasi sein Clublokal ist. Da sind wir das erste Mal die Schuhbändel aufgegangen. Da ist ein Jäger, dort drin ausgestopfte Grizzlybären, es hat einen Wasserbüffel gehabt, es hat Elch gehabt, weißt du, wie gross ein Elch ist? Und dann sammelt er alles, was historisch und wertvoll ist. Dort drin hat es also uralte amerikanische Dokumente gehabt. Dann hat er gesagt, schau, da unten ist, ich zeige dir schnell, wo die Garage ist. Natürlich haben wir 20 Mal Flammenschau gemacht für die ganze Familie. Dann fahren wir den Spitfire in die Garage oben und dann haben wir das zweite Mal Schnappatmung bekommen. Dort unten stehen mal Sammlerauto rum. Ganz hinten die ganz bösen Zudeckten. Wo, die gibt es nicht manchmal. Da langen 3 Millionen nicht für so ein Auto. Dann stehen wunderschön Yamaha XT500. Zwei Stück. Sehen aus wie zum Laden aus. Der eine hat, ist eben schon alt, hat schon 5000 km. Der andere hat etwa 30 km. Nickel, Nagel, neue XT500 stehen dort oben. Dann schaue ich um, ich habe ja das letzte Mal von Flügerei erzählt, stehen so grosse Sternmotoren rum. Riesengross, original, mit Propeller auf so einem Rig rum. Dann schaue ich in anderen Ecken, hinten, stehen wunderschöne Aussenbord, Evinrude, ganze Reihe aus 40er, 50er, 60er Jahre. Ihr kennt meine Leidenschaft für 60er Jahre Filme. Also alles das, was ich in den Doris Day-Film gesehen habe, steht dort live rum. Dann stehen alte Highspeed-Holzrennboote an der Wand oben. Ich sage, dort gehen die Schuhbändel auf. Und der Clou war, von diesen Sternmotoren hat er zwei. Einer steht und der andere liegt. Aus dem hat er einen Clubtisch gemacht, wenn man ein Aperöli nimmt oder so. Also unglaublich, was wir dort gesehen haben. Dann war es noch witzig, hat es so einen Three-Wheeler gehabt. Die einen von euch kennen das, ein Dreirad. Vorne zwei Breite, hinten ein Rad. Aber er hat eben den Böse gehabt, weißt, nicht die normalen, sondern der ganz grobe mit dem SS-Motor. Supergeil bemalt, sagt, willst du mal fahren? Musst nicht zweimal fragen. Schwupp, im Karren reingehockt, einmal nebendran. Dann haben wir den Riemen lassen und quietschen und riechen lassen. Unglaublich, wirklich. Und das Schönste war, das ist nicht, wie du dir jetzt vielleicht vorstellst, Rich Boys Toys, Playboy, ganz ein bescheidener Mann, der hat einfach Freude an ganz speziellen und seltenen Sachen und wird unsere Spitfire in seine Sammlung in das alte Haus hineinstellen und die ist am richtigen Ort. Und der Clou war, er sagt, übrigens, ich betrachte die Spitfire
ist immer noch euer Dörf. Wir stellen sie nur trocken bei uns, dass sie nicht nass wird. Wenn immer ihr haben wollt, kommen sie holen und fahren. Also, tief beeindruckt war von der Location, dann von der Sammlung, wirklich wertvoll. Nicht, weil es einfach teuer ist, sondern auch emotional und historisch sehr wertvoll. Irrsinniger Abend mit netten Familien, lustige Benzinsprüche. Das war wirklich ein Erlebnis dort oben. Erich, dich komme ich gleich wieder einmal besuchen. Das lassen wir nicht nehmen. Sehr sympathische Zeit genossen. Also das, die Story von der Spitfire tönt wie eine Räubergeschichte, live erlebt vor ein paar wenigen Wochen. Das ist meine Räubergeschichte für das Mal. Dann kommt. Wie heisst es? Nimm noch mal schnell deinen Stepdance auf, dann fletsch mal fast in die Hose. Zusammen Fassung G. Und machen wir in den Corner von der Vespa. Zusammenfassung G machen wir immer in die Ecke von die Vespa. Also, einen Haufen zu erzählen gehabt. Heute Morgen habe ich gedacht, ja, das wird jetzt mal ein Halbstünder. Ich befürchte, wird ein bisschen länger wieder. Und wir haben ja eine lange Pause gehabt. Also, Sommerferien sind vorbei, Kameraden. Es geht wieder los. Und hört auf mit dem Herbstmodus. Es ist noch lange noch nicht Herbst. Wir fahren jetzt durch, liebe Kollegen. Und jetzt geht's los. Endlich mal die Regenperiode vorbei. Jetzt fahren wir wieder durch. Covid noch mal schnell. Ich habe ein bisschen Angst und da wäre ich froh. Es gilt einfach leider Maskenpflicht halt auch in unserem Laden wie allen anderen Läden in der Schweiz. Erstes Halbjahr top gelaufen, habe ich euch gesagt. Mittlerweile hat es ein paar Sachen, die uns ein bisschen wehtun in den Lieferbarkeiten. Thema ESA-Fahrwerk, Thema Abstandstempomat wegen Chip-Problem. Dann haben wir R18, zwei neue Modelle, die jetzt gerade kommen, die Social Media voll sind, die mich echt freuen und die gleich hier bei uns im Laden rein anschauen können. Dann haben wir euch noch mal unser R18 Demo-TÜV. Noch ein bisschen mehr customized, aber noch nicht voll heute. Und haben einen 90 Lambo 63 gezeigt. Sehr einen schönen Auftrag für einen Kunden als Custom Bike. Dann haben wir euch einen Haufen Produkte gezeigt, die wir neu haben. Und jetzt fährt es dann langsam an mit Aktionen an. Also Tischaktion, gute Regenbekleidung. Und dann haben wir ganz viel über Events geredet. Nochmal schnell, Samstag, 28. August, Chiuso, sind wir nicht da. Bude zu, ausnahmsweise, betrieblich bedingt. Dann haben wir einen Haufen Events im August. Zum Beispiel Roadtest im Lintel oben. Und dann geht es weiter mit September, Launch-In, Saisonfinale und St. Moritz-Finale. Dann Solfuel, nochmal Dank, Amri, dass du jedes Mal zeitgerecht Video lieferst. Sie rufen mir immer einen Tag vorher an. Du, was hast du denn geplant? Was sind Themen? Noch keine Ahnung. Und etwa so arbeiten wir seit zwei Jahren an diesen Videos zusammen. Danke vielmals. Ich hoffe, du hast jetzt ein gleich mal für dich allein. Einfach Ferien. Und musst nicht noch mit Weidmanns gehen. Geh 1. August feiern und Rastinels auf. Also danke, Amy. Das war es eigentlich auch schon wieder. Nächstes Video. Gehört er ziemlich genau in vier Wochen. Anfang September kommt das nächste und dann können wir halbwegs ein bisschen von Herbst reden. Also, hockt auf eure Hübel, geht raus, nutzt jeden Sonnenschein. Es ist noch lange noch nicht Herbst. Stay healthy, stay tuned, stay Masken an, nur bei uns. Stay oben bleiben und stay Gott verdammt. Dürft fahren, macht's gut, in einem Monat wieder da.